Das glaube ich nicht, oder? Meine lieben Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin beeindruckt, wie viele jetzt bei dem schrecklichen Reden jetzt doch noch gekommen sind. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Aktionsbündnisses Demo für alle. Herzlich willkommen in Stuttgart! Wir haben heute eine ganz beeindruckende Rednerliste, Redner hierher bekommen, die ich Ihnen ankündigen kann. Wir haben unsere letzte Demonstration am 5. April gemacht. Das ist jetzt über 2,5 Monate her. Und wir haben damals gesagt, wir haben unsere Luftballons fliegen lassen am Staatstheater und haben Ministerpräsident Kretschmann versprochen, wir kommen wieder und jetzt sind wir wieder da. Und wir werden so oft wiederkommen, wie es notwendig ist, bis unsere Forderungen erfüllt sind und dieser Bildungsplan völlig bereinigt ist von jeglicher Indoktrination der Kinder. Aber Sie sind jetzt nicht gekommen, um mich zu hören, sondern ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, als allererste Rednerin, die bekannte Publizistin Birgit Kelle. Birgit Kelle. Frau Kelle ist zum einen die Vorsitzende des Vereins Frau 2000 Plus und zum zweiten ist sie die Sprecherin des Bündnisses Rettet die Familie. Und in dieser beiden Funktion haben wir sie heute hier und ich freue mich ganz besonders, liebe Birgit, dass du da bist. Danke. Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Familien, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle hierher gekommen seid, um gemeinsam für unsere Rechte als Eltern einzustehen. Wir haben es, als ich hierher gelaufen bin, es ist nahezu eine absurde Situation, dass wir hier von der Polizei geschützt werden müssen, dafür, dass wir für unser Recht kämpfen, unsere Kinder selber erziehen zu dürfen. Es ist gut, dass ihr wiederholt immer wieder alle hier seid, um gegen einen Bildungsplan zu demonstrieren, der viel mehr ist als nur ein Bildungsplan. Denn es geht hier darum, das elterliche Erziehungsrecht weiter zurückzudrängen. Es geht nicht mehr nur allein um Bildung in diesem Bildungsplan. Und ihr habt auch schon eine Menge erreicht. Lauter? Okay. Das kann ich. Ihr habt schon eine Menge erreicht. Dieser Bildungsplan ist erst einmal verschoben. Er muss überarbeitet werden. Und das ist etwas ganz Neues, dass Familien in Deutschland aufstehen, ganz normale Familien wie wir, die sich um die Kinder kümmern wollen und dass sie Erfolg haben mit dem, was sie tun. Aber jetzt müssen wir weitermachen. Es geht darum, dass dieser Bildungsplan wegkommt in dieser Form.
muss klar sein, Baden-Württemberg ist nur ein Testlauf. Das, was hier in Baden-Württemberg gerade passiert, wenn das Erfolg hat, dann geht das weiter in anderen Bundesländern. Und deswegen lasst uns von hier aus, von Stuttgart, ein Signal an die Eltern nach draußen senden im ganzen Land. Widerstand lohnt sich. Denn während wir hier sitzen und stehen und im Regen demonstrieren, sind in den Ministerien Menschen damit beschäftigt, dieses aberwitzige Konzept Gender Mainstreaming in unsere Schulen reinzubringen, ihr Konzept von sexueller Vielfalt inzwischen nicht nur in die Schulen, sondern auch in die Kindergärten hineinzubringen. Und das, genau so ist es. Die Politik will in Wirklichkeit den Zugriff auf unsere Kinder. Das ist es, worum es hier tatsächlich geht. Es geht darum, den elterlichen Einfluss von Erziehung zurückzudrängen und den des Staates auszuweiten. Und das, obwohl niemand jemals den Auftrag dafür erteilt hat und obwohl wir es gar nicht nötig haben. Ich bin heute aus Nordrhein-Westfalen hierher angereist. Ich erinnere mich aber noch gut an meine Schulzeit hier in Baden-Württemberg. Damals war es noch Konsens, dass ein Schüler lernen soll, sich seine eigene Meinung zu bilden. Heute sind wir einen Schritt weiter. Heute sollen die Schüler eine einzig richtige Meinung lernen. Das, meine lieben Freunde, ist das Ende von Meinungsvielfalt. Das ist das Ende von Vielfalt und das Ende von Toleranz. Und Toleranz ist wichtig. Es ist gut, dass wir Toleranz in unseren Schulen lehren. Das ist ein neues Konzept, das gab es damals noch nicht. Und es ist gut, dass wir das lehren. Aber Toleranz bedeutet erst einmal, dass ich einen Standpunkt haben darf. Dass ich einen Standpunkt verteidigen darf und zur Kenntnis nehme, dass es auch andere Standpunkte gibt, denen gegenüber ich tolerant sein muss. Was aber in unserem Bildungsplan hier steht, ist Akzeptanz. Und Akzeptanz geht einen Schritt weiter. Der Schüler soll jetzt blind das lernen, was man ihm vorgibt. Und das können wir auch im Namen unserer Freiheit so nicht hinnehmen in diesem Land. Und vielleicht noch ein Wort zur Toleranz. Toleranz ist keine Einbahnstraße. Auch Menschen, die an Gott glauben, auch christliche Gemeinden können Toleranz und Respekt einfordern in diesem Land. Ja! Und ich freue mich besonders, dass heute hier bei dieser Demo auch ein Vertreter von muslimischen Gemeinden anwesend sein wird und hier auch zu Ihnen sprechen wird, denn es hat nichts mit Hautfarbe und Nationalität zu tun oder mit Religion, wenn Eltern sich um ihre Kinder verantwortungsvoll kümmern wollen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir hier alle Seite an Seite stehen. Erziehungsrecht ist Elternrecht. Und deswegen fordere ich Sie auf, lassen Sie uns eine Botschaft von hier aus ins Land senden an alle Politiker. Die Lufthoheit über unseren Kinderbetten gehört uns und wir geben sie nicht kampflos auf. Ich danke euch. Vielen Dank, Birgit. Das finde ich total klasse, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel zu tun hast und ja, mit deinem Buch und so weiter viel auf Tournee bist. Toll, dass du hierher gekommen bist. Vielen, vielen Dank, Birgit Kelle. Klasse. Sehr gern geschehen. Birgit gehört ja mit zum Aktionsbündnis auch. Jetzt darf ich Ihnen vorstellen, aus Paris, von der Manif pour tous, Monsieur Guillaume Gott ist gerade angekommen und möchte uns zusprechen. Danke sehr. So, danke, Hedwig. Meine Damen und Herren, zuerst möchte ich Ihnen um Ihr Verständnis für mein sehr armes Deutsch bitten
und möchte gleich dazu sagen, wie stolz ich bin, heute bei Ihnen sein zu dürfen und Ihnen den Gruß von La Manif pour tous aus der Grande Nation zu bringen. Wahrscheinlich kennen Sie uns für unsere riesen, millionenreiche Demonstrationen letztes Jahr in Frankreich. Unsere Bewegung ist aus der Opposition zu einem Gesetzentwurf zugunsten der schwulen Ehe entstanden, da dieses bei uns gleich mit der gesetzlichen Genehmigung der Volladoption von Kindern gebunden ist. Also, La Manif pour tous kämpft nicht gegen die Homosexualität. Wir bemühen uns nur um einen, das Recht der Kinder. Recht auf einen Vater und eine Mutter. Sowie das Recht auf eine menschlich aufbauende Erziehung. Tatsächlich müssen wir in Frankreich die gleichen Probleme wie Sie in Deutschland wegen dem sogenannten Gender Mainstreaming in der Schule bekämpfen. Was bei Ihnen als Sexualkunde für Unterricht ist, wird bei uns unter anderem Namen benannt, jedoch mit gleichem Inhalt zum Durchsetzen probiert. Umschreiben von Lehrprogrammen auf Basis der Genderideologie samt entsprechende jungen Büchern, Kinderfilme mit Beförderung der Homosexualität für Kinder von 4 bis 10 Jahren, Klassenbesuche von LSBT-Verbänden, sogenannte didaktische Ausbildung der Lehrer bis zur gesetzlichen Bestrafung für jenen Opponenten. Sie stellen also bei diesem Punkt fest, dass wir in Frankreich tatsächlich mit der gleichen Lage wie Sie in Deutschland zu tun haben. Genauso wie die Polen es haben. Beziehungsweise die Italiener, die Spanier, die Österreicher. So, worauf ist das Ganze zurückzuführen? Wir alle haben mit einem internationalen, gut koordinierten Angriff des LSBT-Lobby zu tun, welches die internationalen Organisationen langsam mit seiner zerstörenden Ideologie kolonisiert hat. Hiermit möchte ich betonen, dass dieses Lobby eine winzige Minderheit darstellt, jedoch über einen großen Einfluss verfügt. Einen viel zu größeren Einfluss für dessen Bedeutung in der Wirklichkeit. Pause, bis solange die wunderbaren Glocken läuten, damit sonst verstehen Sie das alles gleich nicht, ja? Also, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass die Glocken uns jetzt quasi hier noch zum Schweigen bringen. Aber wir sollten das einfach genießen. Das ist ja ein wunderschönes Geläut. Und ich denke, es läutet den Sonntag ein, den Tag des Herrn. Das ist ja auch ganz wunderbar. Und ja, das hat eben hier schon um 3:30 nachmittags seinen Platz in Stuttgart. Vielleicht sage ich einfach zwischendurch noch mal ein paar Dinge an. Wenn wir nachher losgehen, ich werde es auch noch mal sagen, wir sind friedlich, wir lassen uns nicht provozieren von den vielen, vielen Gegendemonstranten, die sich hier in der ganzen Stadt verteilt haben. Und die uns natürlich sehr gerne dazu bewegen möchten, irgendwie ja, uns zu ärgern oder in irgendeiner Weise eine Gegenrede zu führen oder uns in irgendeiner Weise mit ihnen auseinanderzusetzen. Das tun wir nicht. Ich möchte Sie da, das wissen Sie ja alle auch schon und ich weiß auch, dass Sie das nicht wollen,
aber ich möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir uns durch gar nichts provozieren lassen. Wir sind, wie es die Birgit Kelle vorhin schon gesagt hat, wir sind für das, wir sind aus der Mitte der Gesellschaft, wir stehen für Ehe, Familie, für das ganz Normale, für das, auf dem unsere Gesellschaft gründet, auf dem sie aufgebaut ist. Und da können wir ganz in Ruhe, ganz selbstbewusst, können wir das auch hier einfach mal durch die Straßen tragen, ohne uns da von irgendjemand ärgern lassen zu müssen. So, jetzt darf ich weiter wieder zurückgeben an Monsieur Gott. So, hiermit möchte ich Ihnen ein einziges, aussagekräftiges Beispiel geben von diesem Lobby. Vor den letzten europäischen Wahlen im Mai waren 23% aller EU-Abgeordneten Mitglieder der sogenannten ILGA-Intergruppe, sprich von der LSBT-Lobby im EU-Parlament. 23%, meine Damen und Herren, hätten Sie es geglaubt? So, unsere Antwort muss also Sie auch auf internationaler Ebene geführt und koordiniert werden. Deswegen haben wir uns bei La Manif pour tous in den letzten Monaten dazu bemüht, ein internationales Netzwerk auf verschiedenen Kontinenten sowie engere Partnerschaften mit unseren europäischen Nachbarn aufzubauen. Dies ermöglicht die Führung hoffnungstragender Aktionen, wie zum Beispiel Europe for Family, eine Art Labellisierung der Wahlkandidaten, dargestellt hat. Diese ist bei uns in Frankreich von La Manif pour tous initiiert worden, aber gleich in Deutschland bei Demo Furale, und hiermit möchte ich bei denen bedanken, sowie auch in Polen bei unserem lokalen Vertragspartner, punktgenau gleich geführt worden. Diese erfolgreiche Aktion soll nun dazu führen, dass eine eigene, familienfreundlichere Intergruppe im EU-Parlament bald gegründet sein sollte, welche die Interessen der Vater-, Mutter-, Kinderfamilie schützen bzw. befördern wird. So, diese Europe for Family Aktion ist nur ein Beispiel der vielfältigen Vorteile eines einheitlichen und gemeinsamen Vorgehens. Überall in der Welt richten sich Leute gegen diesen Gender Mainstreaming aus. In der ganzen Welt. Also ganz im Gegenteil davon, was man uns glauben lassen möchte. Uns allen in Frankreich, in Polen, in Deutschland gehört es also, gemeinsam dem Bewusstsein dieser anderen Völker anzusprechen bzw. deren Handeln mit unserem eigenen zu koordinieren. Nun ist es Zeit, beim ganzen Herzen bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Begrüßung und möchte ich Ihnen unser französisches Motto erinnern. On ne lâche rien, sprich auf gutes Deutsch, man gibt nichts nach. Danke, Edwig. Vielen, vielen Dank. On ne lâche rien. Das rufen die Franzosen mindestens einmal im Monat, glaube ich, oder vielleicht sogar einmal am Tag. Also es ist sehr beeindruckend. Ja, ich darf Ihnen, vielen, vielen Dank, Guillaume, Gott, ich darf Ihnen jetzt als nächstes ein neues Mitglied in unserem Aktionsbündnis vorstellen. Das Aktionsbündnis ist nämlich gewachsen. Es sind jetzt ganz neu noch dazugekommen das Forum Deutscher Katholiken, was mich sehr freut. Und da haben wir den Vorsitzenden, das ist der Professor Hubert Gindert, der ist heute hier und möchte ein Grußwort sprechen. Und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Professor Gindert. Danke, dass Sie gekommen sind. Liebe Freunde, mit dem Bildungsplan 15 der
baden-württembergischen Landesregierung stehen wir in einem Kulturkampf, der über die Grenzen dieses Bundeslandes hinausgeht. Wir haben diesen Kulturkampf nicht gesucht, er ist uns aufgezwungen worden. Herr Kretschmann, Sie können diesen Kulturkampf mit der Gender-Ideologie nicht gewinnen. Weil er gegen die Natur, gegen die Vernunft und gegen Gott ist. Es ist höchste Zeit, den Widerstand zu organisieren. Wir verlangen nicht, dass der Bildungsplan 2015 modifiziert wird. Er muss insgesamt zurückgezogen werden. Um die Herausforderungen unserer Zeit zu bestehen, brauchen wir Männer und Frauen, die nicht durch die Gender-Ideologie verunsichert und manipuliert sind und ihre Identität verlieren. Wir stellen uns im Interesse unserer Kinder, unserer Familien und unserer Gesellschaft diesem Kulturkampf. Und wir werden ihn gewinnen. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Gindert. Als nächstes darf ich Ihnen vorstellen von Agens e.V. Eckhard Kula. Eckhard Kula gehört auch mit, der Agens e.V. gehört auch mit zum Aktionsbündnis. Richtig. Ja, liebe Väter, liebe Mütter, liebe Kinder, liebe Freunde, man muss sich das mal vorstellen. In diesen Tagen hatte der Stuttgarter Landtag vorgehabt, den Bildungsplan 15 oder 2015 zu verabschieden. Und das gehört jetzt der Geschichte an. Es ist eine tolle Leistung, eine tolle Leistung der Petitionsgruppe und der Arbeitsgemeinschaft für die Demos an alle oder für alle. Was wir hier geleistet haben, ist einzigartig in der letzten Geschichte der Bundesrepublik, dass sich Bürger gegen eine staatliche Maßnahme gewendet haben und hier in diesem Falle diese Gender Mainstreaming. Es dreht sich bei der Gender Mainstreaming, das wissen wir alle, darum, dass ihre Identität als Mann oder als Frau zerstört werden soll. Und auf diese Art und Weise, was unseren Kindern rübergebracht wird, zerstören wir oder die Genderleute auch unsere Familien. Das ist unerhört und das haben wir abgewandt. Eure Demos und eure Petitionsgruppe war für uns eine Steilvorlage. Wir haben daraus 4 Punkte für uns vorgenommen für die Zukunft. Erste Mal Feststellung, ich sage es nochmal, es ist die allererste Demo in der Bundesrepublik, die gegen Maßnahmen aufgetreten ist. Das war für uns, wahrscheinlich für Sie alle, vor einem Monat noch eine Traumvorstellung. Die Theorie ist jetzt vorbei, jetzt steigen wir in die Praxis ein. Zweiter Punkt, wir müssen aus Unwissenden, in dem Falle wir Eltern, aus Unwissenden Betroffene machen. Nur betroffene Eltern, nur wir als betroffene Menschen können aktiv agieren gegen die Regierung und auch dann unsere Elternrechte wahrnehmen. Der dritte Punkt ist, Agens wird sich in der nächsten Zeit für eine bundesweite Aufklärungskampagne für die Eltern stark machen. Mittelpunkt dieser Kampagne sind natürlich unsere Kinder und die Kernbotschaft, das muss man sich auch mal ganz genau angucken, Gender in der Schule ist ein Teil eines Gesamtprogrammes. Dazu gehören Frauenquoten und die 2000 Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen, die ihre Hunderten von Millionen Gelder pro Jahr verwalten. Vorletzter Punkt.
Wir setzen ein Lernziel, und da gebe ich der Birgit Kelle vollkommen recht, ein Lernziel Toleranz im Denken und im Handeln. Das heißt, für Schüler heißt das, ich sehe andere Lebensläufe, andere Lebensentwürfe, und das erweitert meinen Horizont, mehr nicht. Letzter Punkt. Das alles macht uns große Hoffnung. Wir brauchen nicht nur ein Stuttgart, wir brauchen zwei Stuttgarts. Wir brauchen ganz, ganz viele Stuttgarts für unsere Aufklärungskampagne. Und der allerletzte Punkt ist, hier in Stuttgart entstand Stuttgart 21. So lasst uns doch hier in Stuttgart Eltern 21 gründen. Dankeschön. Toll, vielen, vielen Dank. Eltern 21 in Stuttgart, toll. Als nächstes darf ich Ihnen vorstellen den Herrn Hausmann, Karl-Christian Hausmann, der ist der stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU in Stuttgart. Und der wird jetzt zu uns sprechen. Der ist ein ganz engagierter bei der Demo für alle, und ich bin sehr, sehr froh, dass er uns so gut unterstützt und dass er heute hier sein kann. Danke, Herr Hausmann. Ich hoffe, Sie hören mich gut, auch am hinteren Ende des Platzes. Liebe Teilnehmer der Demo, liebe Eltern, liebe besorgte Bürger, wir haben uns heute hier versammelt, um gegen den Bildungsplan der grün-roten Landesregierung auch in seiner modifizierten Form zu protestieren und dafür auch, dass Ehe und Familie als Leitbild erhalten bleiben. Jawohl. Das ist nicht nur unser gutes Recht, sondern das ist auch Verfassungsinhalt, und in einer gewissen Weise leben wir Verfassung. Wir leben die Verfassung, indem wir die Verfassung leben, schützen wir auch die Verfassung, und wir machen von unseren demokratischen Rechten Gebrauch, und deswegen freut es mich sehr und es ist sehr zu begrüßen, dass Sie hier sind heute. Ich möchte noch sagen, ich spreche heute zu Ihnen nicht als stellvertretender Kreisvorsitzender, sondern als einfaches CDU-Mitglied und besorgter Familienvater. Aber ich kann Ihnen sagen, dass sowohl die CDU in Stuttgart als auch die Landes-CDU eindeutig sich gegen den Bildungsplan positioniert haben und ihn in dieser Form ablehnen. Nun muss man anerkennen, dass die Landesregierung die Einführung des Bildungsplanes um ein Jahr verschoben hat. Das muss man anerkennen, man muss auch loben. Ja? Aber wir vermuten, dass das nicht aus Einsicht geschehen ist oder auch nicht der CDU zuliebe, sondern das ist geschehen, weil Sie demonstriert haben, weil Sie protestiert haben, weil Sie Ihre Bedenken angemeldet haben und sich nicht politverdrossen zurückgezogen haben, sondern aktiv Ihre Meinung geäußert haben. Ihnen gehört das Verdienst. Der Kreisvorstand der CDU hat schon am 11. März dieses Jahres einstimmig, ich betone einstimmig, beschlossen und eine Stellungnahme verabschiedet, in der die Landesregierung aufgefordert wurde, den Entwurf grundsätzlich zu überarbeiten und die Sorgen der vielen Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Auch hat die CDU Stuttgart den Stellenwert, der dem Thema sexuelle Vielfalt in dem Entwurf beigemessen wurde, für überzogen gehalten und es abgelehnt, den Toleranzbegriff allein auf dieses Thema zu reduzieren. Dankeschön, Dankeschön. Weiterhin erinnert die CDU Stuttgart daran, dass die Werteerziehung in erster Linie Aufgabe der Eltern ist. Das ist übrigens auch die Meinung der Bundes-CDU. Und etwas, was auch ganz wichtig ist, der Vorstand hat sich dagegen verwahrt, dass Kritiker des Entwurfs, also auch Sie alle, automatisch als intolerant abgestempelt werden. Vielmehr ist genau eine Verweigerung der Diskussion intolerant.
Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich das auch sagen. Es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, mit welcher Ungeniertheit, Nonchalance oder soll man besser sagen Unverschämtheit im Namen von Nichtdiskriminierung diese Demonstration und die Sorgen der Eltern diskriminiert werden. Wir sind weder rechts noch extrem. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Und eins noch. Wenn Sie ganz, ganz links stehen, dann erscheint Ihnen alles rechts, sogar die Mitte. Ja, das ist die einzige Erklärung. Ich darf noch eins sagen, wir hassen auch keine Homosexuellen. Ich glaube, weder Sie, die hier sind, noch die CDU. Wir heißen Sie willkommen in der Partei, in Vereinen, als Nachbarn. Toleranz ist eine Selbstverständlichkeit. Aber welche Werte, Dankeschön, aber welche Werte und welche Normen in Fragen der Sexualmoral gelten und an unsere Kinder weitergegeben werden, das hat gefälligst nicht der Staat und auch nicht irgendwelche Interessengruppen, sondern in erster Linie die Eltern selbst zu entscheiden. Nun, lassen Sie mich noch zwei, drei Sätze zur Haltung der Landes-CDU sagen zu dem Thema Bildungsplan. Die Landtagsfraktion hat vorgeschlagen, dass die Regierung anstelle der Heraushebung der sexuellen Vielfalt den Begriff der Toleranz in den Mittelpunkt stellt. Das war eine Forderung. Dann hat ja jetzt inzwischen die Landesregierung die Leitprinzipien in Leitperspektiven umbenannt und wir können sagen, es ist zumindest der erste Versuch eines Neustarts, aber es droht eine bloße Aufhübschung zu sein. So hat die Landtagsfraktion das gesagt. Zumal 90% des Inhaltes des Bildungsplans immer noch gleich sind. Vor diesem Hintergrund fordert die CDU in Baden-Württemberg den Kultusminister auf, die Leitperspektiven besser ganz aus dem Bildungsplan zu streichen. Und meine Damen und Herren, ein letzter Satz zur Haltung der Landtagsfraktion. Die Landtagsfraktion hat in einer Pressemitteilung gesagt, der Kultusminister ist gut beraten, darauf zu achten, dass der Bildungsplan nicht dazu genutzt werden kann, Schülerinnen und Schülern fremde Meinungen im Unterricht überzustülpen, sondern ihnen auch künftig die Möglichkeit der Entfaltung in Freiheit bietet. Einen Gesinnungslehrplan lehnt die CDU entschieden ab. So, meine Damen und Herren, ich darf sagen, dass alles, was sich da jetzt bewegt hat, ist nicht von selbst geschehen, sondern es ist nur geschehen wegen den energischen Anstrengungen von Ihnen im Rahmen der Petition, von diesen Demonstrationen. Deswegen gebührt Ihnen ein ganz großes Lob. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es auch wichtig, dass wir unsere ablehnende Haltung gegen den Bildungsplan weiterhin zum Ausdruck bringen. Es gibt leider in anderen Bundesländern, die rot-grün geführt sind, genügend abschreckende Beispiele, wie das Erziehungsrecht der Eltern total übergangen wird und der Frühsexualisierung von Kindern Tür und Tor geöffnet wird. Niedersachsen sei nur als ein Beispiel genannt. Der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit, hat Thomas Jefferson gesagt. In diesem Sinne, lasst uns weitermachen. Vielen Dank. Bravo. Danke. Toll. Ich habe jetzt die ganz große Freude, Ihnen Herrn Köksal Eroğlu vorzustellen, der nämlich als Vertreter der muslimischen Glaubensgemeinschaft heute hier spricht. Und das ist wirklich was ganz Neues. Und es freut mich ganz besonders, weil es gibt sehr, sehr viele Eltern und vor allem auch sehr viele Kinder aus dieser Gruppe, genau, die Muslime sind und die überhaupt nicht zufrieden sind mit diesem Bildungsplan und mit diesen Ansinnen, die Kinder mit Gender Mainstreaming und Sexualisierung ja, zu malträtieren. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Herr Eroğlu ist von der Stiftung MIR Foundation, die ganz besonders sich auch um friedliches Zusammenleben der Menschen und auch der verschiedenen Religionsgemeinschaften bemüht. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön.
Erstens nochmal, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, meine Damen und Herren, vielen Dank. Kinder lernen Liebe, Werte und Verantwortung zu tragen in der Familie durch das gute Vorbild von Mutter und Vater. Das Kind lernt Gott zu lieben und Liebe Gott von Eltern, die Gott lieben. Gott berichtet in den heiligen Büchern der Bibel und im Koran von der Familie Abrahams. Familie ist eine heilige Instanz für Gott. Sie ist zu schützen. Die Mitglieder der Familie spenden einander Glück und Glückseligkeit. Und Kinder lernen dort, dass sie Glück und Glückseligkeit auch gegenüber ihren anderen Mitmenschen spenden sollen und dadurch selber diese erfahren werden. Die Familie ist die Heimstätte der Kinder, in der Werte vermittelt werden und ihr Bewusstsein für ihr weiteres Leben geformt und gestärkt wird. Es ist nicht Aufgabe der Schulbildung, kindliche Köpfe zur Infragestellung ihres vertrauten Familienbildes zu verleiten und sie somit zu verunsichern. Dankeschön. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass in unserer schnelllebigen Zeit zugleich sich auch die Entwicklungsphase unserer Kinder verändert hätten. Die Pubertät findet auch im Jahre 2014 nun mal nicht mit 8 oder 9 Jahren statt. Diese geistige und körperliche Entwicklung kann auch durch Schulpläne nicht vorgezogen werden. Ich plädiere an die Politik, die Wünsche und Forderungen der Eltern wahrzunehmen. Eltern dürfen nicht bevormundet oder gar entmündet werden. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke jetzt allen Rednern, die hier persönlich anwesend sind, die schon wunderbar zu uns gesprochen haben, und möchte zwischendurch mal noch jemand begrüßen, nämlich Gabriele Kubi, die auch da ist, die letztes Mal so einen wunderbaren Rede gehalten hat und die heute auch wieder dabei ist und die eine ganz engagierte Kämpferin ist gegen Gender Mainstreaming und für unsere Themen und ja, die eine ganz große Inspiration auch ist für viele von uns und auch dieses wunderbare Heftchen verfasst hat, Gender, was wir hier auch schon verteilt haben. Und was ich Sie herzlich bitte, nach Möglichkeit, ja, unter die Leute zu bringen, also an Nachbarn, Freunde, Verwandte, das zu bestellen, das ist wirklich nicht sehr teuer, und es weiter zu verbreiten, damit wir einfach über diese fürchterliche Ideologie aufklären, weil die Leute wissen es einfach nicht und glauben es einfach auch nicht, dass das tatsächlich, ja, dass da tatsächlich versucht wird, die Geschlechter letztendlich aufzulösen. Ja, man glaubt es ja auch, es ist ja auch nicht zu glauben, aber es wird gemacht und deswegen ist es so wichtig, darüber aufzuklären. Also vielen Dank, liebe Gabriele Kubi, und ja, einen Applaus für Sie. Als nächstes bitte ich jetzt um die Verlesung eines Grußwortes, nämlich von Bernd Kölmel. Der ist Mitglied des Europaparlaments geworden, der AfD, und Landessprecher der AfD in Baden-Württemberg. Und der ist heute nicht hier, aber er hat ein Grußwort geschrieben und das wird jetzt von meinem Sohn verlesen. Ich darf Ihnen herzliche Grüße des Mitgliedes des Europäischen Parlaments und Sprechers des Baden-Württembergischen Landesverbands der AfD, Bernd Kölmel, ausrichten. Herr Kölmel bedauert es außerordentlich, an dieser vierten Demonstration nicht teilnehmen und nicht persönlich zu Ihnen sprechen zu können und lässt Ihnen durch mich folgende Grußworte übermitteln. Liebe Mitstreiter, vor allem liebe Mütter, Väter, Eltern, Großeltern,
Ihr Ziel ist unser Ziel. Ich sage es klar und deutlich: einen Bildungsplan, in dem bunte Lebensentwürfe eine deutlich überbewertete Stellung einnehmen soll, wollen wir nicht. Die breite Bewegung gegen den neuen Bildungsplan wird vom Landesverband der AfD Baden-Württemberg ausdrücklich unterstützt. Die AfD Baden-Württemberg fordert die Landesregierung auf, das Arbeitspapier zum Bildungsplan in seiner jetzigen Form zurückzunehmen. Auch eine überarbeitete Form, in der zwar die ideologischen Begriffe der Gender-Ideologie beseitigt sind, aber die gleichen Inhalte und Ziele in einer anderen sprachlichen Verpackung verfolgt werden, wird von uns abgelehnt. Eine Überhöhung des Themas der sexuellen Vielfalt und sexuellen Orientierung lehnen wir ab. Gerade im sensiblen Bereich der Geschlechtererziehung pochen wir auf eine altersgerechte Vermittlung. Hierbei sind die Eltern besonders stark einzubeziehen. Die AfD Baden-Württemberg setzt sich für einen Toleranzbegriff ein, welcher alle Minderheiten einschließt und ohne die Schwerpunktsetzung auf die verschiedenen sexuellen Orientierungen auskommt. Die AfD Baden-Württemberg will mehr Elternrechte bei der Gestaltung der Bildungspläne. Die Erziehung von Kindern, insbesondere die Werteerziehung und die Geschlechtserziehung, ist zuallererst Aufgabe der Eltern. Generell dürfen Bildungspläne von Parteien nicht dazu genutzt werden, parteieigenes, sektierisches Gedankengut in Bildungs- und Erziehungsziele zu verpacken, sondern müssen sich an den Bedürfnissen von Schülern orientieren. Die Ankündigungen der Landesregierung unter Kretschmann, welche eine spätere Einführung des Bildungsplans oder minimale Formulierungsänderungen andeuten, sind nur Augenwischerei und keinesfalls ausreichend. Sie zielen lediglich darauf ab, unserem massiven Protest die Spitze zu nehmen. Die AfD unterstützt den Kampf gegen diese Art von Bildungsplänen, bis die rot-grüne Landesregierung 2016 wieder auf die Oppositionsbank geschickt wird. Liebe Bürger, nehmt euer Recht auf Meinungsäußerung wahr. Lasst euch nichts vormachen. Setzt euch für euer Mitbestimmungsrecht ein, auch wenn die Herrschenden eine formale Bürgerbeteiligung nur nach Gutdünken zulassen. Herzliche Grüße von Bernd Kölmel, Landessprecher der AfD und frisch gebackener Europaparlamentarier. Danke sehr. Als nächstes gibt es ein Grußwort eines weiteren neuen Mitgliedes des Aktionsbündnisses, nämlich der CDL, der Christdemokraten für das Leben in Baden-Württemberg. Das freut mich sehr, dass Sie jetzt auch Mitglied im Aktionsbündnis sind. Und das zeigt, dass wir eine immer größere und stärkere Kraft werden, die man nicht mehr übersehen kann und die man nicht einfach ignorieren kann und deren Forderungen man nicht einfach links liegen lassen kann. Der Herr Dichganz, Josef Dichganz, ist der Vorsitzende der CDL in Baden-Württemberg und der hat das Grußwort geschrieben, was lese ich jetzt vor. Liebe Familien und Freunde, die hier versammelt sind. Familien, Mütter und Väter, Kinder. Kinder sind wir alle. Wir alle sind Kinder unserer Eltern.
Ohne unsere Mütter und Väter, ohne unsere Familien gäbe es uns nicht. Und ohne Familien gibt es keinen Staat. Ja, ja. Deshalb verdient die Familie den besonderen Schutz des Staates. Der Staat schützt sich dadurch letztlich selbst. Das Projekt des neuen Bildungsplanes der grün-roten Landesregierung von Baden-Württemberg untergräbt die Familie. Es will ihr Lebensformen gleichordnen, die nicht die gleiche, grundlegende, nachhaltige Bedeutung haben, die nicht gleich sind. Dies geschieht, indem Zusammenhänge negiert werden, die augenfällig sind. Kinder haben einen Vater und eine Mutter. Kinder haben ein Recht auf ihre Eltern und sie haben ein Recht auf die Geborgenheit ihrer Familie. Die Geborgenheit in der Familie kann der Staat zweifellos im Einzelfall weder garantieren noch selbst herstellen. Aber er kann, wie es die Väter des Grundgesetzes erkannt und keineswegs erfunden haben, die Institution der Familie schützen. Sexualität ist eingefügt in Zusammenhänge und steht nicht für sich. So wie das Essen in den Zusammenhang der Ernährung eingefügt ist. Und so wie eine Herauslösung des Essens aus diesem Zusammenhang zu Missständen führt, etwa der Übergewichtigkeit, so führt eine Herauslösung menschlicher Sexualität zu Missständen. Sexualität ist kein Selbstzweck. Wir Menschen definieren uns nicht an unserer Sexualität. Sie ist ein Teil von uns, aber nicht der wichtigste. Wir alle haben ein Recht darauf, dass man uns, dass auch der Staat uns mit Zurückhaltung begegnet. Was sich das Projekt des Bildungsplanes gegenüber unseren Kindern herausnimmt, ist schamverletzend und stößt an die Grenzen sexueller Belästigung. Unter Erwachsenen wäre das sexuelle Belästigung. Der Staat hat den Innenraum der Familie zu respektieren. In Abkehr von der Allstaatlichkeit glücklicherweise hinter uns liegender Systeme, bekennt sich das Grundgesetz auch für den Lebensbereich der Familie zu Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit. Es ist nicht Sache des Staates, nicht Sache der grün-roten Landesregierung, den Gesinnungszugriff auf unsere Kinder zu nehmen. Erziehung ist und bleibt Sache der Eltern. Wir lehnen es ab, uns von einer Landesregierung, die ihre Zuständigkeit in ihrem Bildungsauftrag hat, die Erziehung unserer Kinder wegnehmen zu lassen. Gerade eine tolerante Gesellschaft darf staatliche Gesinnungsverabreichung nicht tolerieren. Daran wollen wir unbeirrt festhalten. Ich danke Ihnen. Das war Herrn Dichtgans von den Christdemokraten für das Leben Baden-Württemberg. So, jetzt haben wir noch ein Grußwort.
Das wird vorgetragen von Herrn Fromm, der mit seiner Frau zusammen die Initiative Schützt unsere Kinder gegründet hat und der sozusagen eigentlich der Hauptinitiator der ersten Demonstration hier ist und ohne den wir hier heute nicht stehen würden. Vielen Dank, Herr Fromm. Sie sagen das selber an. Ja, vielen Dank allen, die heute nach Stuttgart gekommen sind. Ich darf heute ein Grußwort des Erzpriesters Ilja Limberger der russisch-orthodoxen Gemeinde Stuttgart verlesen. Ansprache der christlich-orthodoxen Gemeinden gegen den Bildungsplan. Die christlich-orthodoxen Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses Landes, die Griechen, die Russen, die Serben, die Rumänen, die Bulgaren und weitere christlich-orthodoxe Migranten und Minderheiten, treten entschieden gegen die von uns als Frühsexualisierung der Kinder und Relativierung der klassischen Familie empfundene Ausrichtung des neuen Bildungsplanes. Ja! Wir bitten die staatlichen Organe, auch persönlich den Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann, die Bildungspolitik nicht gegen die Empfindungen und den Willen der Migrantenfamilien zu gestalten. Wir berufen uns auf das deutsche Grundgesetz, das ausdrücklich die klassische Familie schützt, die sich heutzutage, wie von vielen Seiten festgestellt, im Auflösungsprozess befindet. Die christliche Kirche galt seit jeher als Beschützerin der Familie. Auch hat sich der moderne deutsche Staat in dieser Frage auf die Seite der uralten christlichen Tradition gestellt und den Schutz der Familie als eine der obersten Prioritäten des Staates im Grundgesetz verankert. Der Schutz der Familie sollte sich auch in der Bildungspolitik widerspiegeln. Ihrem gegenwärtigen Verfall sollte sich der Staat auch auf der Ebene der Schulbildung entgegenstellen. Stattdessen vernehmen wir, dass eben dieser für die Gesellschaft sehr gefährliche Verfall der klassischen Familie als Ausgangspunkt der Argumentation angeführt wird, warum schon Grundschulkindern die sogenannte Vielfalt der möglichen Formen des Zusammenlebens als gleichwertig und wünschenswert beigebracht werden soll. Anstatt mit den heranwachsenden Kindern die sozialen, psychologischen und beruflichen Aspekte des Familienlebens und Kinderkriegens auszuarbeiten, wird die Familie in den neuen Bildungsplänen und schlimmer noch in den methodischen Ausarbeitungen für den Unterricht mit keinem Wort erwähnt. Dafür sollen Kinder in die Gefühlswelt, Kultur und Lebensweisen von Homo-, Bi-, Inter- und transsexuellen Menschen ausführlich eingeführt werden. Nach dem Wunsch der gegenwärtigen Bildungspolitiker sollen sie lernen, dass die klassische Familie eine zwar mögliche, aber schon veraltete und überholte Form des Zusammenlebens der Menschen darstellt. Und sollen in Rollenspielen und anderen Übungen auch andere Formen ausprobieren. Sogar ihr Geschlecht sollen die pubertierenden Kinder in Frage stellen und andere Geschlechtsidentitäten spielerisch ausprobieren. Und das alles im Schulunterricht. Als Mitbürger, die einen nicht zu vernachlässigen Beitrag zum Erfolg und zur Vielfalt dieses Landes leisten, treten wir entschieden dagegen. Stattdessen fordern wir die Politik auf, stärken Sie die Familie, auch auf der Ebene der Bildung und der Schule. Verzichten Sie auf alle Inhalte im Schulunterricht, die das natürliche Schamgefühl der Kinder verletzen könnten. Die Intimsphäre der Kinder ist allein Ihre Sache und die Ihrer Eltern. Geben Sie den Eltern Mitspracherechte bei den Inhalten, die das moralische Urteil und Herausbildung der Werte bei Kindern betreffen. Vertrauen Sie uns Eltern, dass wir dies nicht weniger können als die Beamten im Schulwesen. Dies bezieht sich auch auf die Erziehung zur Toleranz. Und verzichten Sie auf die Konfrontation mit tausenden sich sorgenden Eltern und arbeiten Sie stattdessen daran,
dass diese Eltern wieder Vertrauen in die Schule gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, bis der Demonstrationszug losgehen kann, freue ich mich, dass Gabriele Kubi noch zu uns sprechen wird. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Freunde, liebe Väter, liebe Mütter, liebe Kinder, liebe Familien, liebe Großeltern. Ich bin gerade vor 2 Minuten aufgefordert worden, hier noch zu sprechen. Also das ist aus dem Stegreif. Wenn wir einen Schritt zurücktreten und schauen, was in unserer Zeit passiert, dann sehen wir, dass das größte Problem unserer Gesellschaft das ist, dass unsere Geburtenraten so niedrig sind, dass wir eine aussterbende Gesellschaft sind, und das in fast allen Ländern Europas. Darauf müsste die Politik reagieren. Die Politik müsste die Familie fördern, denn die Familie, wie wir hier oft schon gehört haben, ist im Grundgesetz geschützt. Die Familie, und es gibt nur eine Familie, Vater, Mutter, Kinder. Ja. Liebe Freunde, alles andere, wo uns gesagt wird, es sind gleichwertige Formen der Familie, sind Zerfallsformen der Familie, hinter denen sehr viel Schmerz steht. Jeder Mensch, der weiß, der Scheidung erlebt hat, jeder Mensch, der aus einer Scheidungsfamilie kommt, weiß, wie groß der Schmerz ist. Und dieser Schmerz wird nicht mehr anerkannt bei den Kindern, wenn ihnen gesagt wird, das ist alles gleichwertig. Es ist nicht gleichwertig, es gibt nur eine Familie, und das ist Vater, Mutter, Kinder. Wir erwarten von unseren Politikern, dass sie das Leben schützen, dass sie Strukturen schaffen, in denen das Leben gedeihen kann. Und die Förderung, die systematische Förderung der Homosexualität ist keine Lebenspolitik. Sie fördert nicht die lebensfähigen Strukturen unserer Gesellschaft. Warum machen unsere Politiker nicht Politik für die Familie? Alle Zeichen deuten darauf hin, dass das brauchen wir. Das schafft gesunde Strukturen in einer Gesellschaft. Warum ist unser Staat hier, diese Regierung und weiß Gott nicht nur hier, in die Hände von Minderheiten gefallen und verschreibt sich den Interessen von Minderheiten anstatt den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung? Es wird Sie eine Zahl überraschen. Nach Eurostat, das ist das Statistische Amt der Europäischen Union, leben im Durchschnitt in Europa 74% der Kinder bei ihren verheirateten biologischen Eltern. Das ist eine sehr überraschende Zahl. Und für diese Mehrheit muss Politik gemacht werden. Umfragen zeigen, dass über 80% der jungen Menschen sich Familie vorstellen, und zwar die Familie als Erfüllung ihres Lebens. Warum machen wir nicht? Wir sind ihnen schuldig, ihnen zu zeigen, wie lebt man Familie. Warum werden in unsere Schulklassen Homopaare geschickt, die pubertierende Kinder antörnen sozusagen, ihnen sagen, probier's doch mal aus. Warum werden nicht Ehepaare in die Schulen geschickt, die sagen, so geht Familie? Wir erwarten von unseren Politikern, dass sie dem Gemeinwohl dienen. Wir erwarten von einer Familienministerin, dass sie den Familien dient und nicht eine Homoflagge aufzieht. Tut gegen den Innenminister, dann schließlich musste sie klein beigeben. Warum wird nicht Politik für das Gemeinwohl gemacht? Das alles, es ist oft hier gesagt worden, bedeutet nicht einen Augenblick, dass wir nicht tolerant sind, wenn hier irgendein Homosexueller, Transgender oder sonst jemand ist, der mit mir gerne ins Wirtshaus gehen möchte. Ich gehe sofort und unterhalte mich gerne mit ihm. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem, aber auch diese Haltung nützt nichts.
Ja, das wird uns keinerlei Ruhe verschaffen. Als Christen haben wir diese Haltung. Als Christen sind wir offen für unsere Mitmenschen, in welchen Sünden sie auch leben mögen. Und wir leben alle in Sünden. Aber es nützt nichts. Es soll die ganze Gesellschaft geändert werden. Die ganze Wertsystem dieser Gesellschaft wird in unserer Gegenwart zerstört. Wir sind hier viel, viel zu wenige. Es ist toll, dass wir da sind. Es ist toll, dass wir was beeinflussen. Aber es muss, wie bei unseren Freunden in Frankreich, eine Massenbewegung werden. Und dazu kann jeder Einzelne von uns hier beitragen. Und es... Die ganze Politik, die keineswegs nur in Baden-Württemberg läuft, sondern in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Hamburg, jede Schrift der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, jede einzelne Schrift hat das gleiche Programm. Homosexualisierung, Zerstörung der Wertebasis. Es ist absolut nicht nur ein baden-württembergisches Problem. Es konnte alles passieren, weil wir geschwiegen haben. Es konnte alles passieren, weil wir keinen Ärger gemacht haben. Und wir müssen Ärger machen, natürlich unter Respektierung der Gesetze, selbstverständlich. Aber es darf nicht mehr einfach lautlos weitergehen. Alle Väter hier, ich fordere Sie auf, gehen Sie in die Schulen. Fragen Sie, was passiert hier? Sagen Sie, mit meinen Kindern nicht. Und Sie werden sehen, dass allein die Tatsache, dass Sie Ihre Rechte in Anspruch nehmen, etwas verändern wird. Denn dieses ganze Programm läuft wie geschmiert, weil es lautlos passiert. Und es darf nicht mehr lautlos passieren. Seien wir uns klar, die Gegner scheinen stark. Ja, der Hass ist auf der anderen Seite, der Hass ist nicht auf unserer Seite. Das werden wir jetzt gleich erleben, wenn wir durch die Stadt gehen. Warum brauchen wir 900 Polizisten, die uns beschützen, wenn wir für Familienwerte eintreten? Es ist ein Wahnsinn, ja? Auf unserer Seite sind die starken Kräfte, nämlich die Vernunft, die Natur und Gott. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Gabriele, Hubi. Es dauert vielleicht noch 2 Minuten, aber eigentlich formiert es sich jetzt. Wir werden gleich dort hinten rausgehen. Ich bitte Sie noch zu warten, weil wir werden den Zug gleich anführen. Und Sie gehen dann bitte einfach hinter uns her. Wir haben 50 Ordner hier im Einsatz. Die können Sie erkennen an einer Binde, da steht drauf Ordner. Ich bitte Sie, zusammen zu bleiben, die Kinder möglichst in die Mitte zu nehmen und ja, keine allzu großen Abstände nach Möglichkeit dann zu ihren Vorläufern zu lassen, damit hier gut geschützt werden können. Die Polizei hat hier ganz tolle Erfahrung. Sie haben uns bisher immer sehr gut geschützt. Sie brauchen keine Angst zu haben. Und ich danke der Polizei jetzt schon sehr herzlich dafür. Ich hoffe also auf einen guten und ruhigen und guten Verlauf der Demonstration. Und wir sehen uns dann nachher bei der Abschlusskundgebung noch mal kurz am Staatstheater. Wir wollen dann dort die Luftballons, die noch da sind, wieder gemeinsam steigen lassen, um damit noch mal wieder einen Gruß an die Landesregierung zu senden, wie wir es auch schon beim letzten Mal gemacht haben, damit sie uns nicht vergessen und damit sie wissen, wir sind da und wir kommen wieder. Und das machen wir gleich dann am Staatstheater. Bis dahin vielen Dank und ich bitte Sie, ja, wie gesagt, schön zusammen zu bleiben. Danke sehr.